Moin Leute, es ist jetzt 2 Wochen her und ich bin jetzt endlich wieder bei der Strecke. Heute so geiles Wetter. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Ja, das muss natürlich genutzt werden, um zur Strecke zu fahren und die weiterzumachen. Ich werde jetzt erstmal eine Runde drehen und gucken, wie der Zustand ist und dann sehen wir weiter. Ganz schön trocken. Boah, das hier geht gar nicht. Also, es ist sehr, sehr trocken hier jetzt schon. Und die erste Stelle, wo ich heute unbedingt was machen muss, das ist hier nach dem ersten Sprung. Das ist ja das, was ich zu Anfang gebaut habe. Das hier ist alles cool. Aber dieser Teil hier, wenn er von diesem kleinen Kicker hier, wie auch immer, da reinspringt, das ist einfach, das fährt sich nicht gut. Das hier ist viel zu klein, dieser Sprung. Und dann landet man in so einer krassen Senke und dann da hinten, das ist einfach nur so, ja, langsam technisch, grundsätzlich ja nicht schlecht, aber nicht das, was ich mir für diese Strecke vorgestellt habe. Deswegen muss ich mir irgendwas überlegen, und diesen Teil hier irgendwie mal umbauen, damit das Ganze ein bisschen mehr Flow hat. Okay, also ich hatte erst überlegt gerade, ob ich, hier ist dieser kleine Kicker, ob es Sinn macht, hier links so hoch und dann wieder da runter und dann so einen Bogen. Aber ich fürchte, das wird an der Stelle alles sehr ruppig. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wenn man von dem Sprung kommt, fährt man ja hier diesen Weg, werde ich einfach stumpf erstmal hier geradeaus weiterfahren und dann da hinten über diesen kleinen Kamm vielleicht nochmal als Sprung nutzen und dann da hinten zurück. Das ist vielleicht ist hier die Strecke ein bisschen zu lange gerade, aber auf jeden Fall ist das erstmal flowiger. Und ja, hier ist nicht viel im Weg, deswegen muss ich das einfach nur erstmal ein bisschen von Laub und Baumstämmen, von Ästen entfernen. Das mache ich jetzt erstmal. Ja. Okay, ich habe das erste Stück jetzt schon mal fertig gemacht. Ich habe auch noch kurz Besuch bekommen. Da hinten fährt das neue Stück jetzt. Ja, muss jetzt aber auch direkt wieder los. Egal, heute ist, mache ich halt Bausession. Egal. Auf jeden Fall habe ich das hier jetzt frei gemacht und man kann hier so durchfahren. Hat hier so einen kleinen Sprung quasi. Man kommt in eine Linkskurve und kann den Sprung auch noch so als so in der Linkskurve mitnehmen. Eigentlich sehr geil. Und dann soll es hier hinten weitergehen. Ich hatte erst überlegt, direkt hier links wieder abzubiegen, aber das ist zu kurz. Deswegen geht das jetzt erstmal noch ein Stück geradeaus weiter. Ja. Und jetzt wartet auch das erste Mal ein bisschen mehr Arbeit auf mich. Bisher war ja immer alles nur Laub wegmachen. Ja. Aber jetzt muss ich da durch. Ja, da muss ich jetzt also frei machen und dann soll das da irgendwie links rumgehen und zurück auf die alte Strecke. Ich habe gedacht, ich erspare euch jetzt mal mein ganzes Rumgeacker und Rumgeschöne hier. Ah, das war doch deutlich mehr Arbeit, dieses kleine Stück bis hierher, als ich gedacht hätte. Ich muss jetzt hier oben noch so ein paar Äste wegnehmen und hier einmal das Loch vom Laub befreien. Oh, so lange wie das gedauert hat, ist viel mehr heute auch gar nicht drin. Wenigstens schön ist das mit der Sonne heute. Und scheiße warm. Hier noch alles weg. Wenn das jetzt scheiße zu fahren ist, ja, weiß ich auch nicht. Dann bleibt das trotzdem erstmal so. Dann wollen wir das mal eben testen.
Okay, die Rechtskurve kommt ein bisschen abrupt, aber geht schon. Das, was ich neu gemacht habe, ist auf jeden Fall cool. Das ist geil. Diese lange Linkskurve macht Spaß. Das ist geil. Boah, von diesen engen Kurven, die größer werden, da muss ich noch was bauen. Das macht echt Spaß. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Auch wenn das vielleicht nicht so viel passiert ist, war das doch ein ganzes Stück Arbeit. Ja, ich hoffe, man sieht auch, dass es jetzt deutlich flowier geworden ist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.